Warum denn nicht? Sieht interessant aus. Abiotic Factor. Die Steam-Beschreibung hat schon mir genug zugesagt. Das Game startet schon. Chill. Warte. Eins nach dem anderen. Das lässt sich nicht so gern capturen, das da Game, glaube ich. Einmal das. Oh, die Musik ist jetzt schon sehr interessant. Da ist es. Found it. Okay. Lässt sich doch capturen. Oh. It's currently in Alpha Status. Has bugs and incomplete features. Ist schon klar. Gameplay. But the gameplay you are about to play is hefty slice of the early gameplay and can be played solo or cooperative with friends. We hope you enjoy. We're also collecting some anonymous data. You play as craft, how long it takes to switch. Ja, das ist okay. Ganz gerne machen. Ich hätte aber ganz gerne, glaube ich, Windowed Mode. Ist das eine Option? Shake, ein bisschen runter. Toggle Sprint, Toggle Crouch. Irgendwas, Colorblind Mode, Note, Colorblind Strength, okay. Oh. Können wir erstmal. Okay, noch läuft es mit einer einigermaßen guten Framerate. Ups. Lasse ich mal in dem Fullscreen-Modus. Vielleicht müssen wir gleich noch wechseln. Ja, wir sehen schon ein bisschen aus wie so ein typischer Half-Life-Scientist. Why do we have to wear this ridiculous ties? Haben wir ridiculous ties übertragen können? Ah, nee, ist nur dieses Tuch. Hemd. Oh. Ah. Ah, yes. Yes. Wir können breite Schultern oder dicke Oberarme haben, aber nicht beides. Okay. Auf jeden Fall. Nee. Halbglatze. Als Wissenschaftler braucht man Halbglatze. Das muss einfach. Yes. Haarfarbe. Schon grau. So, Hemd, weiß eigentlich, ne? Oder rot? Nee, das ist keine Wissenschaftlerfarbe. Oder, nee. Oder wir sind ganz quirky und haben einfach gelb. Peach, von mir aus. Und dann Ridiculous Ties, yes. Das sind, oder geht's noch mehr? Mit Herzen drauf, yes, ja. Wir sind cool. Yes. Oh, mit Schneemännern drauf. Es ist bald Weihnachten. Da kann man euch Schneemann-Krawatten anziehen, oder? Okay. Yep. Yep, das. Ja, okay. Normale dunkle Jeans, Gürtel. Das sind so diese Stoffgürtel, die aus so einem rauen, nicht gestickten, aber so einem komisch geflochtenen Stoff sind und die vorne nur so mit so einer Schnalle irgendwie zuzumachen sind und die nie halten.
Ich hasse diese Gürtel, ey. Hier, Ledergürtel. In braun. Black. Schwarzer Ledergürtel. Oder Schlangenledergürtel. Nee, das ist wissenschaftlich nicht sinnvoll. Schlangenledergürtel. Nee. Oh, Research Division Defense. Oh. Research Team, von mir aus. Wristband, Fanny Pack. Oh Gott. Voice. Ja. Dr. H. Okay, vielleicht auch eine andere Friese. Ist auch gut. Oder Glatze. Dann bräuchte ich einen Bart. Wir nehmen Clean Cut. Und dann... dunkles Grau. Braun vielleicht doch. Nicht so wichtig. Ja, wir bleiben bei der Friese von eben. Das war schon gut. So. It's positively balmy. My glucose levels are dire. Ah! There must be water here somewhere. Ah, endothermia. Ah, endothermia, okay. Yeah, good. Oh. Welcome to the tutorial gate. Oh Gott. Erstmal Movement, WASD, schon klar. Habe ich Settings? Yes. Yes. Einmal ganz kurz hier windowed und zwar... Einmal diesen hier bitte. Back. Dankeschön. Was stand da gerade? Multiplayer, Game, not paused, pausing. Okay. Es ist keine Singleplayer-Session. Okay. Weiß nicht, mit wem ich gerade spiele. Jump. Es ist eh Tutorial wahrscheinlich. Enter the Shag. Auch ein Wort sagen oder so. Oh. Hey. Satirischen Half-Life-Flair. Oder so ein bisschen auch Timesplitters. Oh. Hi, Jackson. Okay, you're the transfer, huh? You sure picked a day. Things a bit hectic downstairs this morning. Just grab your gate pal there. It'll help you get sorted. Ist das ein Aussie? Ich kann die ganzen nicht zutiefst britischen und nicht zutiefst amerikanischen Akzente nicht auseinanderhalten. Ist das? When you've got your gate, pal, I'll let you downstairs. Ist das australisch? Like your PDA at Springer, more or less. Das ist ein australischer Akzent. Ja, oder? Jay. Open a journal and view your current objectives. Inventory. Mental. My health. Health issues. Okay. Crafting. Journal maps and emails. Emails? Oh. New Zealand. Ah ja, macht auch Sinn. Neuseeland. Oh yeah, head downstairs. The guard told me to head downstairs to the elevator. Oh. Caution, radiation. Hm. Und wenn wir gleich irgendwo so einen Kristall in den Laser reinschieben müssen, dann... Pick up the hard head. New idea. Energy brick water bottle. Grab and equip the hard head. Alles klar. So, Dunk. You've got what you need. Head through the gate to my left. Down to the elevator. It'll take you down to induction. Die lauteste Möglichkeit, sein aktuelles Stockwerk zu ändern. Der Elevator.
Master Volume. Die Stimmen kann man ruhig ein bisschen lauter machen. SFX, Footsteps, Ambient Volume, Music, Player Dialogue, NPC Audio. Kannst du alles einzeln lauter stellen. Oh, wie gut. So, you've got what you need. Head through the gate to my left, down to the elevator. Down to induction. Okay, yep. Welcome to the Gate Cascade Research Facility. You are in the induction wing. The facility is currently at alert level, precautionary. Please listen carefully to and follow all security instructions. Now arriving at staff processing. Welcome to Cray Mesa Laboratories. Hey, new transfer, up here. I got pulled in from surface duty. The usual lady, she got called out to help downstairs. Happens. Mm-hmm. Chaos is kind of our thing around here. You seem a bit antsy, just wait. I'll unlock the gate in a second. Thank you. Now, I've never run someone through this, but it looks pretty straightforward. Since we deal with specimens directly, everyone on staff has to know basic ECP. That's emergency containment procedures. Okay, now I have some instructions here that aren't really compatible with the current security situation around here, so we're just gonna improvise a bit. Bear with me. I'm gonna have you crawl through that vent down there. Consider it like chasing down an escaped specimen. You got a big brain, you got a big imagination, right? Ja, mach mal so, gar kein Problem. Go through the... Aber wie komme ich da runter? Oh, da. Da ist eine Tür. Die habe ich nicht gesehen. Okay. Ordo Storage, okay. Dismantling. Many objects can be dismantled for resources, either broken with a proper weapon or taken apart by holding F. Vents can be destroyed or dismantled. Flashlights. Yes. Got it. Dismantle. F. Doink. Und dann bekomme ich ein bisschen Eisen wahrscheinlich oder sowas. Und dann... Control. Oh. Open. Eine Pipe Wrench nehmen wir. Kann man die Package? Oh, ich habe die ganze Toolbox mitgenommen. Oh, das ist ja nice. If there's something in your way, because I put it there, there should be a tool down there. Something you can smash the crate with. You might have to look around a bit. And don't worry about smashing stuff. Like we got a lot of crates. A lot of crates. Oh. Cloth scrap. Pick up. Der Humor in dem Game ist top notch, ey. Das ist ganz große Klasse. Immer schön alles einsammeln, was ich nicht wert. Und beim ersten Tag auf der Arbeit sämtliche Holzkisten zerdeppert. Und alles an Stoff mitgenommen, was ich nicht wert. What the hell? This damn radio's acting up. There we go. Ugh, all morning. Alright, where were we? Here we go. Well, the next bit goes on about a net. They want you to capture a creature. The lady who's supposed to do this, she took all the nets downstairs with her for actual capture. Look around, maybe you can make one out of something. Okay. Trap the target or throw nets. As a scientist, you find inspiration all around you, get new crafting ideas by picking. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin. Also wahrscheinlich ist hier einfach Crafting. Ja, wir können Netze einfach so herstellen, also. Oh, okay. I was just thinking I'd grab like a plastic bag. You know what? You're way ahead of me, obviously.
This is why we do the jobs we do here at Gate. Go ahead and throw your fantastic net on the dummy. Zur Hölle bin ich sehend. Okay. Nice! You've got some athleticism in there. Somewhere. Now, real creatures might wriggle out of that one, but that's not a real creature. So, next step is special containment, isolation, wash hands, inoculate. You know what? Just stomp on it. Stomp. Oh, brutal. Okay, so next... what's going on with your leg there? Looks to me like you're bleeding. Look, we'll call this training. Basic first aid. Find some cloth and make a bandage. And just keep this between us for now. I'll buy you a beer in residence later. Sorry about that. heal yourself. Okay, you did that way cleaner than I would have. You would, wouldn't you? You're gonna fit right in down there. Looks like you can walk on it all right. Let's head you on through to the next room. Feel free to mosey. I've gotta check some stuff out. We got some weird crap going on today. Not gonna lie to you. Ja. Das Voice Acting, also der Humor ist gut, aber das Voice Acting ist auch einfach klasse. Es ist so super casual auf eine gute Art und Weise. Use Terminal. E-Mail. Investigation. Fungus. Hey, you asked to get in touch if we found any applicants for the new materials. You remember that fungus Lenora's team brought back? We did some tests. The stuff makes penicillin look like tap water. Reply from... I reviewed the report you cleared for phase 2. Someone needs to go back here. We need some more samples. The silo 2 systems are online. Should be fine. I'll talk to TR. Okay. Und dann habe ich eine Story hier. Abgefahren. Ist noch ein Skip Kicks. Snack Vending Machine. Ich habe $5. Ich möchte einen Skip. Was ist ein Skip? Fatigue Fill 2. Hunger 20. A well-preserved sugar cookie in a plastic bag. Skip. Warum geht ihr noch? Okay. Na gut. Okay, this is fun. So, I'm betting they didn't have these at Springer. It says here, all Gate staff at Cascade need to understand the facility's unique power system. It goes into a lot of detail only an egghead would want. No offense. But I'll give you the gist. Every power socket here comes with its own little extension cable, and we build everything purpose-built for those sockets. So what you're gonna do, you need to package the heater, place it back down near the power socket, and then... Okay, now I know that was a lot. I'm getting some weird interference on my radio. I'm gonna leave you to the whiteboard down there. I assume you can read better than I can. You might need a screwdriver. I'll get back to you in a minute. Okay, kriegen wir hin. Grab the screwdriver, pack the heater. Das ist das hier wahrscheinlich, oder? Heater. Station 3, what's going on? Over. Station 3, Station 2. Deploy the heater near the power sockets. Shady op again. I didn't build see the heater? I'm trying to build. Finish up some work here. Oh. Okay, just let me know if it's any GKers coming my way. They creep me the hell out. Over. Grab the power cable from the power sockets. Okay, and then connect. Hey, nice work plugging in that plug. We're done here. There's some stuff on this list, but I don't reckon you're gonna need it. That's why you've got people like me around. Keep you safe. Looks like I gotta check on some situation topside. So, yeah, head to the elevator, it'll take you down to residences. Real cozy stuff.
Thank you. The board here says you're looking for a Dr. Khan. Or Khan? It sounds familiar. I guess he's in charge of the rest of your orientation. All right. Onward to science. Goodbye. Bye. Thank well, you. For one of us, anyway. Geht das sehr tief runter. Ich feiere die Snackautomaten, ja. Ich weiß nicht, ob dieser Skip-Keks eine Anspielung an irgendwas ist, aber an Skippy das Känguru. Weil Attention. This is a high priority safety broadcast. You are currently en route to residence level 7 due to an active security situation. Advanced safety precautions are in effect. This elevator will be redirected to offices level 1. Please remain in place and wait for security team assistance. Okay. Ist irgendwas schief gelaufen? Das war die Introduction und jetzt geht's los. Play the enter the facility. Oh, wir könnten einem Server join oder ein neues Game starten. Ah. Ich meine, du könntest also, wenn du Bock hast, Julio, kannst du einfach dem Server hier joinen. Und dann, wenn das geht, so auf Anhieb. Ich kann irgendwie ein Passwort festlegen, falls du magst. Wenn nicht, ist auch cool. Wenn du alleine erkunden willst. Enter the world's name. Schwomp Worlds. Schwomp Worlds. Singleplayer only, mache ich mal nicht. Ich mache ein Passwort. Okay, das ist okay. Schau erstmal selbst. Alles klar. Dann kann ich auch auf Singleplayer only. Komme auf selber dann raus, ne? Yes. Stadtgame. Character saves. A character is saved on a per-world basis. Means a character traits, skills, items are tied to the world save on a given server. While a character saving is stored per world, a visual customization stored locally can be... Okay. Ich baue mir quasi meinen Charakter Server intern, was die Skills anbelangt, aber Server übergreifend, was Visuelles anbelangt. Available jobs... Lab Assistant, Biomedical Engineer. Was da alles gibt an Möglichkeiten, ey. Defense Analyst. Fortitude, Strength, Blunt, Melee, Reloading, Accuracy. Aber wenn das cool ist, kann man echt mal Multiplayer spielen. Vielleicht mit Mo, Lizzie und so, ja. Auf jeden Fall. Gibt so einen guten Vibe ab, auf jeden Fall. Lab Assistant. Sprinting, Sneaking und Strength. Ah, ich weiß nicht. Biomedical Engineer. First Aids, Cooking and Agriculture. Blunt, Melee, Fortitude, Sprinting and Strength beim Kinesiologist. Structural Engineer, Plant Genesis. Nutrial. Jimmy Nutron. Neutral Advisor. Theoretical Physicist. Throwing, Crafting, Sneaking, Reloading, Construction. Theoretical Physicist. Der Obernerd unter den Nerds. Nehmen wir. Available Traits. Oh, haben wir so ein bisschen hier positive und negative Traits. Zomboids oder auch in älteren RPGs, also sowas öfters. Einfach halbe Zomboid, richtig. Wir hätten Decathlon Competitor. Also plus 3 Sprinting. Wrinkly Brain Meats. You are more pliable neurological pathways to gain 20% more XP than... Mehr XP bin ich immer ein großer Sucker dafür. Ich habe sogar 8 Punkte. Night Owl. Frequently work late into the night, becoming fatigued 20% slower than your average scientist. Das klingt auch saupraktisch. Hobby Chef. You gain cooking skills twice as fast. Klingt auch ganz praktisch für einen Singleplayer.
Sneaking, fanny pack, you never leave without it, the permanent again, 2 extra hot bar slots, thick skins, weniger Wahrscheinlichkeit, Blutschaden zu bekommen, mehr First Aids, weniger Hunger, naturally moist. What? You are naturally moist and get ich bin immer feucht. Gut zu wissen. Self-Defense. A Bladder of Steel. Buff Brainiac. Und Lead Belly. Ich nehme in der Tat mal Hobbychef. Und Night Owl. Weniger Fatigue. Sneaking, Fanny Pack, Thick Skins. Was ist Self-Defense? You took the gate, provided Self-Defense course, you deal plus 3 damage with all melee weapons. Ich nehme alles, was mich interessiert und guck mal, ob ich das mit meinen negativen Traits wieder ausgleichen kann. Okay. At a weak bladder. You can't hold it very long. Toilet needs are increased by 15%. And you have to sit on the toilet for a longer duration than others. Okay. Hermaphobia. Twice as likely to bleed from a wound. Oof. Slow learner. Slow healer. Dry skin. Getting more thirsty. Healthy appetite. Man wird mehr hungrig. Wenn ich guter Koch bin, wäre das eigentlich ja egal. Painfully obvious. You stand out to your determined. You attract enemies' attention 40% faster than others. 45% faster than others. Ich kann da gut draufkloppen, das ist doch egal. healthy appetite. Dann nehme ich vielleicht noch ja, Hunger und direkt Bug reporten. Ich will Rootbeer. Wenn ich Rootbeer ziehen will, kriege ich Fizzbang. Uff. Nicht gut. Gar nicht gut. You will learn skills as a progress, but your job and traits cannot be changed once you start. Finished, yes. Yes, I'm ready. Okay. Okay, es lädt noch so ein bisschen. I don't think we've met. Hallo, Dr. Thurl. Ah, you're stuck here too, eh? I came down from level 8 for a coffee. Now I'm locked in here for God knows how long. It'll be those fools on level 3 overreacting again. Looks like Jaeger's locked out. Typical. See if you can let him in. Maybe he knows what's happened. But take your time. He's insufferable. Open the cafeteria door. Got it. Root beer. Vending machine, pub, root beer. Out of stock. Bei mir gibt's gar kein root beer. Noch mehr sad. Wobei, ich hasse root beer. Kommt noch dazu. Oh. Power socket? Was? Schlimm, oder? Open the cafeteria door. How? Can't open from this side. Was ist denn da? Kann ich mich da durchprügeln? Ich habe noch keine Waffe, ne? Müssen wir vielleicht irgendwie durch. Durch außenrum. Ist hier offen? Ist auch zu. Ist hier offen? Hier ist offen. Wir haben schon mal Duct Tape, ganz wichtig. Mehr Duct Tape, noch mehr Duct Tape.
Duct tape. Ooh. Echt? Das mit dem Bären drauf? Ja, ja. Das ging schon, aber er sagt, ist ausverkauft. Not in stock currently. Echt sad einfach. Ja, da komme ich nicht hoch. Ah. Das ist neu. Mehr Stoff, mehr Duct Tape. Mehr Stoff. Mehr Vents. Aber wir kriegen kein Metall davon, oder? Auch wenn man... you can sneak past certain enemies. Da ist ein Enemy. Or you can tackle them head on. Ich habe keine Waffe currently. Kann ich zuschlagen einfach? Ich kann schubsen. Muss aber erst fragen, ob der Joghurt im Rucksack hat. Sonst ist es unfair. Ich brauche erst eine Waffe, glaube ich, bevor ich den da mir zur Brust nehme. Never mind. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee. Dann muss ich vielleicht doch an dem vorbei. Ich schätze mal, weil ich so Scientist bin und kein Haut drauf Boy. Halt die Uhr. Wir kriegen Metal Scrap vom Zerstören. Ich bin einfach nur doof. Doof und blind. Ist da irgendwas? Weiß man nicht. Da ist auch Metal Scrap. Calculator. Kann ich irgendwas bauen vielleicht? Crafting. Crafting Bench. Oh Gott, dafür brauche ich viel Zeug. Throwing Net. Könnte ich halt bauen und auf das Vieh drauf werfen. Vielleicht macht's dann nix. Bevor ich das mir jetzt wahnsinnig mache, ich versuche mal, um das Ding einfach rumzugehen. Hi. Ja, ne? Alles gut bei dir. A little brisk in here. I feel chilly. Ei schon kalt. Scheiße. You may want to craft some throw nets for self-defense. Okay. Können wir tun. Können wir machen. Es ist auf jeden Fall kalt hier drin. Kann aktuell bauen Bandage und Throw Nets. Ich baue mit einem Throw Nets. Brauche ich ja 5, habe ich festgestellt. Ich brauche gerade dann so ein paar Bandages. Schadet beides nicht wahrscheinlich. Und die Bandages mal auf die 6 oder so und die Throw Nets auf die 1. Habe ich 3 gecraftet. Achso, ne, 3 pro Builds. Oh ja, okay. Nicht 5. Gut. So. Bleib du mal da. Wenn ich mich hier umgucke. Oh. Wow. Bist du gerade in den Ventilator eingesprungen? Ja, bist du. Du Idiot. Okay, gut. Das war unnötig. Ich mir das Netz auch sparen können, ey, wenn das Vieh so sackdumm ist und dich selbst in den Tod stürzt. Ja, also Chef, ich glaube, irgendwas ist ja wirklich schief gelaufen. Deine Kollegen hatten nicht so... Oh, Screwdriver? So take all, würde ich sagen, oder? Was ist denn das? The uncooked rump of a pest. Applies sick, uncooked. Okay, das decayed auch vor sich hin. Gut zu wissen. Das ist aber nur... Ein Tool, das ist keine Waffe, okay. Package. Nehmen wir trotzdem mit das Ding. Zack. Hi. Ich bin jetzt hier oben.
Noch ein Screwdriver. Brauche ich mehrere Screwdriver? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich Akimbo Screwdriver lernen. Na, Dinge schneller bauen. Oh. Oh. Oh? Okay, Fallschaden ist überschaubar oder nicht vorhanden. Ab den Distanzen. Pipes Dismantle. Pressure Gorge und Metal Pipe. Du bist ein Feind. Nee. Ach, weißt du. Da geht's hoch. Ah. How do you? Ach so, okay. Warte, gegenlaufen. Wenn das Spiel wirklich so von Half-Life inspiriert ist, dann ja. Wundert es mich nicht, dass die Leitern mir Probleme machen. Weil so gefühlt 50% meiner Tode auch in Half-Life 1 durch Leitern entstehen. That looks dangerous. Oh, never mind. Oh. Ich hätte einfach durchgehen können. Dafür mache ich jetzt so ein Hi-O-Pi, ey. Laschendampe? Ja, 5. Ah. Hallo? Da geht's hoch. Okay. Wie dumm, I know. Du wirst gleich gecheckt, Rechner, keine Sorge. Use Terminal, E-Mail. Cooking. Oh, cooking.jpg. Hey Imura, I'm looking for a gift for a friend of mine who loves cooking. Any thoughts? Reply. They want to be a chef, give them a knife. Until you chop it up, you can't cook it. Cooking.jpg. New recipe, Shiv. Ein improvisiertes Messer. Okay, nice. Oh, das Keyboard, da gibt mir PTSD. So halb auf der Kante drauf liegt. Mach doch sowas nicht. Oh. Okay. Ich hab versucht, den Stuhl mitzunehmen. Game sagt nein. Was brauchen wir für das Schiff zu bauen? Das Messer zu bauen? Boombait. The device that emits a beeping noise to attract enemies. Hier, Shiv. Oh, brauchen wir Pens. Stifte und Klebstreifen, alles klar. Ist das ein Angriff oder ist das ein Gasenfeind? Nope. Ich würde zumindest mal eine Waffe haben, wenn ich jetzt hier angreife. Und ich behaupte einfach mal, dass man vielleicht nicht allzu früh Waffen bekommt in dem Spiel. Okay, vielleicht wissen wir doch heute. Oh, das ist doch was. Yes, never mind. Kniefee. 7. Yes. Oh. Und schon hat kaputt gemacht an der Wand. Killed it. Wie viel Schaden habe ich bekommen? Ja. Ich, uff. Ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Yourself. Oh, das ist nur für Blutverlust, die Bandage. Got it. Kann ich sonst irgendwas Heilungstechnisches craften? Oder ich heile mich automatisch wahrscheinlich. Resting, sleeping, eating and getting healed by a syringe. Okay. Ah ne, aber was diese drei Pfeile nach oben zeigen, dass wir uns automatisch selbst heilen. Okay. Habe ich mit dem Messer halt so ein bisschen ins Leere geschlagen und mehr das Messer kaputt gemacht als alles andere. Oh, was ist das? Oh. Du bist am Leben? A bit nippy in here, wouldn't you say?
A bit nippy. It's absolutely Siberian. Ja, ja, chill. Ich muss nur das Zeug looten. Ice cream. I can't go on. Too cold. Ist gut, wir sind schon wieder, du bist schon wieder draußen. Es wird wieder warm. Oh, noch ein Messer. Nice. Cafeteria Tray. Plastic Shields. Ha. Huh. Aber immer noch kalt, ne? Da ist noch so einer. Ja, nicht auf den Boden schlagen, wenn es geht. Wo ist er hin? Da. Stopp. Tot. Nice. Oh! Porkchop! Können wir hier Frying Pan? Industry Stove? Können wir jetzt. I'm feeling a bit chilly, aber. Hier ist doch ein Ofen! Benutzt den doch! Haben wir jetzt die Pfanne und können damit tatsächlich kochen? Das essen wir gleich. Kann ich jetzt mit dem Ding. 4. Remove Cookingware. Kann ich aber Zeug drauflegen vielleicht? Da essen wir jetzt erstmal. Ja. War doch ganz gut. Jetzt haben wir hier Raw Pests Gedöns. Guck. Ah, ist ja cool. Ob das dann besser ist? Es braucht auch eine Weile, ne? Okay. Dann mach du mal. Open. Da ist Paper Scrap drin. Das finde ich echt sehr interessant. Ja. Oh, oh. Chef's Hats. Lass mir den Tut ausziehen. Ja, ist echt ein cooles Konzept. Why do you have to wear these ridiculous hats? Nee, ist hier ganz normal aus auf jeden Fall. Ah, Chef Apron kann man auch anziehen. Gibt nochmal Splatter Guards. Oh. Kann man das jetzt essen? Mild radiation when ingested. Das ist dann doch wahrscheinlich eher so ein, wenn es denn sein muss, Essen. Not tired, yay! Nothing urgent, not thirsty, not hungry, okay. Koch du mal vor dich hin, okay. Ich komme zur Küche wieder zurück, wenn ich vielleicht so mehr brauche. Oh. Plastic Scrap. Okay. Drink Wall. Oh. Ganze Ding leer gezogen mit einem Schwung. Holla so. Oh, First Aid Kit. Oh, das ist gut. Inventar ist so fucking voll. Können wir irgendwie Rucksäcke craften oder so? Wahrscheinlich später, ne? Need to invent this item's recipe before it can be crafted. Drag the items into the correct slots to let the brain do the work. Oh, ich brauche die ganzen Gegen. Oh, ich brauche eins von den beiden, eins von denen und eins von. Oh. Jetzt brauche ich Duct Tape. Hard Drive oder Power Supply. Wo ist denn runter? Also von hier? Oh. Oh, muss ich auch. Es ist nur so, also, okay. Und dann. Power Supply. Thing. Click on the brain. If the recipe is a logical solution, you have only to do this once. Oh. Metal Pipe.
ich brauche die gar nicht. Jetzt brauche ich sie halt theoretisch im Nachhinein, aber nicht um das. Ah. Okay. That is very interesting. Habe ich dafür einen Messerbuff? Weiß man nicht. Okay, verbrennen die eigentlich auch, oder? Oh ja, tun sie. Inventory full, okay. Lass mal anfangen, vielleicht irgendwelchen Unsinn wegzuschmeißen. Wie zum Beispiel... Kann man das... Warte, wie disassemble ich das? Can be scrapped. Quick transfer item options. Drop. Okay, auch gut. Erstmal. Kann ich das mitnehmen? Bioscrab. Might become in handy. Okay. Kannst du nur aufnehmen, das, aber nicht scrappen von hier aus. Okay. Ja, gut zu wissen. Hier gibt es halt Futter. Aber ich sag mal, ich kann ja mein ganzes Fleisch mal da reinlegen in den Mülleimer. Da bleibt es dann sicher auch frisch, so einigermaßen, im Mülleimer. Ne? Noch ein Messer. Okay, wir wissen, in der Küche liegen Messer. Falls wir die brauchen. Hello. Over here. Ah. Over here. Muss erst den killen, der irgendwie da ein Elektro-Ding da rumfruddelt. You're going to leave me standing here? Hau an die Schnauze. Muss erst mal looten, Brudi. Es hat immer Vorrang. Loot hat immer Vorrang. Okay, Taschi, haben wir... needs to sort this out. Life at gate can be demanding, so it's important to remember that resting is key to staying in good health. Simply taking a moment to sit down, even on the floor, will give you the energy boost you need to get through your day. While resting in any form helps to promote healing. Erstmal den Dude reinlassen, bevor der mich hasst. Hallo, na? Oh. You're new. Looks like that little pest damaged the power system. Can you get someone to fix it? But hurry, would you? I'm not enjoying standing around out here. It was hours last time, and I don't feel safe at all. Du gehst drauf, das sage ich jetzt schon. Repair. Missing required item, okay. Also wirklich ein Umgebungszerstör-Item, das da. Sit Package. Ne, das auch nicht. Oh, wir haben eine neue Aufgabe, ne? Jetzt hier in dem. Yes. I should probably let Dr. Jaeger into the cafeteria. Yes, I should probably. Aber wie? Muss ja das reparieren. Da brauche ich so ein Requires Energy Brick. Energy Brick. Das kann ich nicht craften wahrscheinlich. Doch, Energy Brick. Okay. Dazu brauche ich Case Fan. Energy Brick. Wahrscheinlich auch eine Power Supply. Tech Scrap. Circuit Board. Und... Okay, hä? First try. Hier brauche ich halt alles. Aber das ist ja nicht schlimm, ich habe ja da einen Rechner rumliegen. Den kann ich garantiert zerdeppern. Office Desk. Chair. Broken, feel free to use parts, to use as spare parts. Okay.
Perfect gates can be demanding. So ah ja, aber wir haben das halt vorher. Hat sie im Fernsehraum bequem gemacht, sehr gut. Pickup-Fan. Ja, aber ich kann wieder keine Kiste bauen wahrscheinlich aktuell. Ist irgendwie so ein Gegenstand, wo ich Dinge reinlegen kann. Ah, da ist noch mehr Shit. Nice. Getting adequate rest is vital. The fuck ist da schon wieder passiert? And valuable member of the team at the Gate Cascade Research Facility. Cam, was los? Elgato. Wie kann man Ihnen helfen? Monsieur Gato. Okay, gucken, was passiert. Ah ja, okay. Hallo. Danke für den Tipp. Ah, guck mal, hier ist eine Kiste quasi. Da kann man schon mal das Eis reinlegen. Und das Fleisch. Und den zweiten Schraubenzieher, den wir wahrscheinlich überhaupt nicht brauchen. Kannst du mal bitte... danke. So, Hard Drive, Power Supply, Circuit... Seed, lie down. Meine Energy ist noch. Wie ist denn meine Energy so allgemein gesehen? Oh, not tired yet, würde ich sagen. Boink. Guten Tag, ich habe da Probleme beim Rechner. Der fährt nicht mehr hoch. Ja, soll ich da mal reingucken? Ja, können Sie gern machen. Was machen Sie mit dem Hammer da? Hey, stopp! Das hat gerade was Komisches gemacht. Craft. Oh, brauche ich aber halt die. Genau. Also muss ich das allererstes die Crafting Bench bauen. Craft one Crafting Bench. Yes. Oh, dann poppt die hier raus. Pick up. Inventory full. Well, shit. Zweites Semester kann man auch wegschmeißen. Drop Item. Man bleibt erstmal genau so perfekt zentral punktiert auf der Spitze stehen. So wie das muss. Dann die 8. Oh ja, erstmal hier. Auch der Strom? Weiß man nicht. Use Screwdriver to build. Nice. Der braucht Strom, aber ist ja nicht schlimm. Haben wir hier. Connect. Blimp. Hätte einfach dahin bauen können, das ist egal. Kann ich über das Kabel drüber fallen? Ne, kann ich nicht. Yay! New Recipe! Stolperfalle! Ach. Quatsch. Sicherheitsrisiken brauchen wir nicht beachten. Wir sind Wissenschaftler. Wir stehen über Sicherheitsrisiken. Barricade Makeshift. New idea, battery. Battery. Yeah, craft this thing. Very good. Das klang jetzt eher nicht so nice. Oh, Shortcuts freigeschaltet. Vor allem wäre auch das so mit... Oh. Splints? Man könnte es aber auch da drin lassen, ne? Für schlechte Zeit. Und die klassische Logik, alles an Health Kits mitzunehmen, was sich nicht wehrt, ist auch gar nicht mal immer so klug, ne? Wenn man es halt hier, ne, zentral irgendwo hinlegen kann. Canned Peas. Nice. Auch schon alles in den Schränken deponiert. Brauchst du Hilfe? Well,
Just, oh Gott. Warte. Arsch. Get stabbed. Get stabbed more. Ho. Oh, hat er mich verprügelt und ich blute. 6, heal. Heal. Ich blute nicht mehr. Hat er mich verdachtelt, ey. Ja, du mich auch. Scheiße. Ich muss auch sparen können, wenn du eh die Tür aufbolst. Ja, gut. Chef? Das hat nie. Das hat nicht so geil funktioniert. Der Plan war eher so mittelmäßig. Oh my god. What happened to Jaeger? He didn't deserve that. I mean, not really. I'm going to wait here. It's not safe out there. Aber hier ist es safe. Du hast auch. Report to the security officer. Also, da ist eine Glaswand dazwischen. Bevor ich das mache, erstmal so allgemein hier vielleicht gucken, was ich noch bauen kann. Ohne die Respawn auch die kleinen Pupsis, ey. Tür zumachen einfach und hoffen, dass der Feind nicht durchkommt. Nicht die beste Strategie. Jetzt erwartet, dass er sich über den Tod des anderen freut, weil er sein Mittagessen geklaut hat. Ich glaube, ganz so herzlos ist er dann doch nicht. Ganz so wild sind sie dann auch wieder nicht. Wir dachten schon mal, not hungry. Vielleicht ein bisschen hungry. Ich habe ja noch... Was macht ein Radiation? Mild Radiation klingt nicht so geil, ehrlich gesagt, aber... Okay. Habe ich jetzt... Ich sehe mal jetzt nichts, was hier irgendwie Probleme machen könnt. Was noch Wasser? Was sagst du, mein Wassermeter? Not thirsty, easy. Wir treffen exakt den Half-Life-Wissenschaftler-Style, ja. Von Dialogen her, halt so, keine Ahnung, die, oh, das, oh, du bist auch respawned. Die Half-Life-Wissenschaftler so 20 Jahre später. Das ganze Gordon Freeman Incident ist jetzt in der Vergangenheit und die haben einfach weiter gelebt seitdem. Und die leben ihr Leben einfach nur, die existieren. Die haben auch ihre eigenen Wünsche und Träume und so weiter. Kann noch bauen. Water bottle can be filled with water and used in crafting. Okay. Storage crates. Dazu brauchen wir eindeutig Wooden Plank und Plastic Scrap. Ayo. Haben wir jetzt beides nicht unbedingt, aber hey. Repair and Salvage Station. Oh, dazu bräuchten wir am besten ein Energy Brick. Duct Tape, ein Topf und ein Anvil. Nee. Coil und das da. Muss ich mal schlafen legen? Muss ich mich schlafen legen? Wo ist denn meine Ex? Not tired, nö. Oder meinst du allgemein, dass es ein Feature ist? Ich kann trotzdem mal schlafen legen. Achso, du meinst, ich soll mich mal hinlegen, dann. Ah, okay. Warte.
Okay, hinsetzen ist noch ein bisschen buggy, glaube ich. So, Space. Lie down. W to jar. Oh, das ist ein endless run einfach jetzt. Oh no. Oh no. Oh, okay. Und je nachdem, wie gut ich da abschneide, desto einfach Schlaf-Minispiel, ja. Ja, ist viel in das Game reingepackt an guten Ideen, ey. Kann sie echt nicht meckern. Battery, so Boombait, Cloth Scrap. Oh, ich kann aus Paper Scraps, kann ich Cloth Scraps machen. Cushion, Chest Plates, Duct Tape. Makeshift Backpack aus Stoff, ganz klar, und Pipes. Ayo. Crafts. Nice. Und das kann ich jetzt anziehen. Very small backpack made from cloth. Equip. Jetzt habe ich ein paar Slots mehr. Sehr cool. Ach, ich habe doch meine Toolbox hier, die ich irgendwo hinlegen möchte. Und zwar legen wir die einfach mal so da auf den Tisch. Yay, jetzt kann ich Shit reinlegen. Und in die Toolbox kommt... Warte, da kommt mein zweiter Schraubenschlüssel rein. Du, und das Messer kommt auch da rein. Hier ist dann wirklich mehr Essen. Zack, 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 zack. Oh, nice. Kann ich noch bauen? Ein Makeshift Bed brauche ich unbedingt. Paper Scrap. Ich kann aus Holz... Kann ich Paper Scraps machen? Genau, für die Storage brauche ich halt Wooden Planks. Share Recipe. Sehe ich hier irgendwo. Kann ich ein Schiff bauen? Ne, kann ich nicht. Sehe ich irgendwie, wie man dann theoretisch Holzbretter herstellen würde? Oh, ich habe noch einen Splint bauen. Gut. Nee. Nee. Bench Upgrades gibt's auch noch. Das ist ja cool. Back to Crafting. All Recipes. Schätze mal, wir brauchen wahrscheinlich die Repair and Salvage Station, um Holzbalken herzustellen. Das oder die Battery... Okay, erstmal das gerade erforschen. Für die Batterie brauchen wir wahrscheinlich Metal Scrap und eine Coil und eine Energy. Ayo. Da können wir gerade das Plastic Shield mehr erforschen. Jetzt haben wir den Tray, Duct Tape und Stoff. Ich hab's einfach drauf. Ich hab's einfach so übel drauf. Okay. Weil so eine Kiste wäre halt sau praktisch. Ein Plastic Scrap. Vielleicht muss ich irgendwas aus Holz noch zerstören einfach. Und krieg dann Bretter raus. Mein Hammer. Der auch schon fast wieder kaputt ist. Vielleicht crafte ich Holz nicht mal so wirklich auf die klassische Art und Weise. Ich will noch ein Level-Up bekommen, oder? Jetzt, wo ich gerade in den Combat-Modus gehe. Bin ich gerade eben so ein My Stats. Ah, yes. Ah, ich bin in Melee. Sharp Melee bin ich besser geworden. Ah. Gibt noch Blunt Melee. Okay. Weil ich halt eben jetzt mit dem Wasser mich gekämpft habe. Oh, das sind zwei von denen. Okay.
Einer down. Yes. Raw Pests. Oh, was ist Raw Pest, Raw Pest Rumpf. Was ist das? Ist was anderes? The uncooked head of a pest. Apply sick, uncooked, dangerous radiation when ingested. Okay, ist auch nur. Can be scrapped via repair bench. Okay, nee, brauchen wir auch nicht. Den, ich glaube, den Kopf von so einer Pest brauchen wir wirklich nicht. Da ist noch. Oh, das kann man schon mal mitnehmen. Vielleicht in die andere. In die andere First Aid Kiste reinpacken. Oh, ich kann die auch mitnehmen. Oh, ich kann die mitnehmen. Das ist ja cool. Oh, auch schon einer. Well, komm. Komm, trau dich. Level 2 in Sharp Melee. Wo bist du da? Oh Gott, das war klug. No! Weapon is broken! Ich habe mein zweites Messer eben weggelegt. Das war nicht klug. Wait, warte. Warte mal, Chef. So, jetzt. Jetzt können wir kämpfen. Brudi. Okay. Oh Gott. Wo denn? Wir sind so schnell. Erstmal zerlegen alle Einzelteile. Ich kann auch schon später reparieren, so ist es nicht. Vielleicht macht es doch Sinn, die ganzen Einzelteile mitzunehmen. Ich weiß noch nicht, wie viel andere Nahrungsquellen wir noch finden. Und Hunger ist halt auch irgendwann so ein Problem. Ja, mein Durst ist auch. Kann man ruhig was machen dran. Dann pullern können wir auch mal, oder? Open Kick. Kann ich die absperren? Nee, kann ich nicht. Okay. Sit. Gibt ein Poop-Minigame? Oh. Ach Gott, gibt ein Poop-Minigame. Oh, schon fertig. Okay. Oder? Was sagt mein Poopmeter jetzt? Nothing urgent. Okay. Poop, Minigame unlocked. Noch mehr Papier. Noch mehr Papier. Wir könnten auch erstmal von Anfang die ganzen Mülleimer mitnehmen. Nee, können wir eigentlich. Oh. Ja, also. Das ist nicht so intended, glaube ich. Oh, war so klar. Wo sind da denn? Hey. Treff nicht. Sag mal. Das Messer gekillt, einfach beim Versuch, den zu killen. Halbes Messer gekillt beim Versuch, den zu killen. Das ist fast ein Satz, okay? Es ist spät und ich gebe mir Mühe, aber mehr kommt nicht mehr raus. Cloth Scrap, okay. So, also ich, die Idee war ja irgendwie, die aufzuheben und kaputt zu machen vielleicht, aber so. Das macht nichts. Da kann ich ja versuchen aufzuheben. Aber dann kommt nur ein Scrap Metal bei raus, okay. Oh, das sieht auch eher schlecht aus da drin. Da waren wir schon.
Crafting Bench. I know. Aber vielleicht sollte ich erstmal weiter. Vielleicht die zerstören. Ich habe meinen Hammer kaputt gemacht. Good job, me. Good job. Können wir auch mal da reinmachen, den kaputten Hammer? Und das kaputte Messer. Das ganze radioaktive Zeug lege ich mal da oben rein. Zack. Zack. Genau. Und jetzt könnte ich sogar noch... Warte mal, pass mal auf. Das Coole ist jetzt, ich lege jetzt meinen First Aid, meinen persönlichen Schrank, einfach da an die Wand. Und dann packe ich das Zeug wieder da rein. Das ist so cool. Ich bin auch fast schon gewillt, die ganzen Mülleimer mitzunehmen und als Storage erstmal zu benutzen. Wobei, hier ist ja auch noch Platz drin, ne? Hier könnte ich zum Beispiel auch erstmal so alles Mögliche eigentlich irgendwie reinlegen. Scrap Metal, Zeug, Dingens, Bumsens, Dingens, Bumsens, alles rein da. Oh. Calculator. Spiel behalte ich auf jeden Fall mal auf dem Schirm. Ich glaube, vor allem Multiplayer macht das richtig Spaß. Es macht, denke ich, vollkommen Sinn, sich so ein bisschen einzufinden, wie das grundlegend funktioniert. Ich muss die Ice Cream mehr essen, glaube ich. Aber es hat so einen ähnlichen Flair von dem Crafting her und von dem Design von, also ganz ähnlich, ganz grob ähnlich, würde ich sagen. Zu wie heißt es? Komm, sag. Grounded. Weißt du? Ist so ein bisschen Adventure, bisschen Crafting, viel Story. Attention. Enhanced security protocols are now in effect. Please locate security personnel and follow evacuation procedures. Weißt du, was ich meine? Oh, Karte. Take map. I come here, man. Look, I don't know what's going on. They don't tell me squat on a good day, and this isn't a good day. But if the big voice says get out, I'd do what she says. Elevators are dead, so head for the main tunnel in manufacturing on level 2. There's maps over there. But me, I'm staying right here. Du hast einfach 7000 so Bohnendosen in deinem kleinen Kapuff da, ey. Yep. Und Schokoriegel. Oh, hat der Zeug da drin, ey. Gate Charging Station. Play to rechargeable item to restore its battery. Okay. Aber ich lese gerade. Half-Life meets Grounded. Ja, ne? Ja, ne? Ist das ein Robo-Mech-Suit? Sehr cool. Nichts zum Lesen da unten. Okay. Yay. Ah, yes. There they are. Dr. Kleiner, der Dude und Johnny Hardhead. Oh, der ist so einer. Robo Charging Pod. The robot is hibernating. They usually only come out at night. Oh, ich mag das nicht. Noch ein bisschen Five Nights at Freddy's hier dabei, oder was? Kilo 1. So ominös, wenn Türen so lang brauchen zum... Achso, das war nur ein Shortcut. Ich war nur ein Shortcut. Alles gut. Nichts passiert. Also, habe eine neue Aufgabe jetzt bekommen. Genau, it seems the main way out of the office is through the manufacturing vests.
Ja, können wir machen, aber ich gucke mich erstmal in Ruhe um. Ich will gar nicht raus. Ich finde eigentlich cool hier. Stimmt nicht. Also ich will schon hier raus, aber ich find's auch cool hier. Puh, a little brisk in here. Heul nicht. Any colder and I'll be homeostatic. Wait, ich muss noch Shit looten. Pence, das gelangt. Okay. Vor mir erfrierst, Boyo. Der Serverraum ist einfach so ein bisschen gekühlt und der sofort, ich sterbe, den Kältetod. Sag meiner Frau, ich liebe sie. Aber das war's mit mir. Ja. Drin ist einfach 17 Grad und ja, ich bin jetzt tot. War schön mit euch. Gut. Oh. Jede Menge Shit. Keule. Oh, das ist eine scheiß Idee, weil mein Messer geht jetzt kaputt. Aber vielleicht ist es keine scheiß Idee. Survive, Messer, please. Yay. Oh. Spillback. Money? Okay. Oh, da kam jemand Shit bei rum. Ist dieses... Nee, ist keine Waffe, das da. Schade. Ich werde mal jetzt wirklich gleich mal frieren, oder? Nö, jetzt geht's eigentlich temperaturtechnisch. Hä? Okay. Habe ich jetzt irgendwie eine Ritz... Kann ich nicht aus dem Ding dann eine Waffe bauen, aus dem Tischbein? Hier, new idea for weapon. Oh, Pipe Club. Ei, nimm schon die Pipe, nimm schon ein bisschen Scrap Metal und mach schon Duct Tape. Ei, jo, nee, machst du nicht. Machst du Kleber und so ein Venti-Ding. Oh, yes. Grass Crafting Bench. Das Ding. Immer noch voll Inventar. Ja, brauche nicht noch mehr Papier unbedingt. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir auch mit. Brauchen wir den Bioscrap, brauchen wir auch nicht. So. Das heißt, die normalen Schreibtische zerdeppern. Kriegst du Holz raus. Dann sprintst du einfach ein bisschen, kriegst du warm. Easy. Kann man dich auch irgendwie jibben für Fleisch? Ja, vielleicht nicht. Piep. Es hat gepiepst. So. Ich hab nur einen Slot frei, ne? Kann ich jetzt hier so ein... Ich brauche nur eine Pressure Gorge. Und die habe ich da drin? Ne, das ist mein... Da. Schon wieder. Ich mag das nicht. Wenn es das tut. Craft. Yeah. Jetzt haben wir eine Waffe hier. Ich habe 3 Schraubenzieher dabei. Die brauche ich, glaube ich, nicht alle. Nicht, wirklich nicht alle. So, Waffe. Wo ist jetzt hin? Da. Damage 8, Durability 25. Okay. Ich leg mal noch so einen Schraubenzieher so dahin. Kann ich ihn auch auf dem... Hey, dahin gelegt. Nice. Und da ist noch drin kaputtes Zeug. Genau. Und für diesen Reparaturtisch brauche ich ja jetzt... Den muss ich auch da bauen, oder? Reparaturtisch... Frying Pan Makeshift, okay. Für den Reparaturen Salvage brauche ich... Oh, mehrere Coils und Anvils. Okay, keine Ahnung, wie man Anvil baut. Sign...
Plugstrip? The fuck? You need to invent this. Okay, was zur Hölle ist ein Plugstrip? Also ein Steckdosen irgendwas? Steckdosenverlängerung? Keine Ahnung. Ja? Plugstrip. Allows connect multiple devices into a single power socket. Ja, okay, ist ein Mehrfachstecker. Got it. Portable stove. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Hose. Ein eher so Metal Pipes. Ein Coil und eine Control Station? Nee. Keyboard. Nee, Keyboard brauchen wir nicht. Ja, Circuit Board und Plastik? Auch nicht. Keyboards. Braucht ganz klar ein Keyboard für ein Portable Stove. Alles klar. Test Tube. The fuck is a Test Tube? Okay. Optic Lens und normales Holz. Nee. Glasscherben und ja. Okay. Makeshift Screwdriver. Oh, brauchen wir noch Plastic Scrap für jetzt die Kiste zu bauen. Ja, da müsste ich noch haben. Yes, noch genau eins. Sehr gut. Dann Craft. Yay. Wo ist das Ding jetzt? Auf der 3. Cool. Erstmal so da genau in den Weg. Ist aber egal. Ich hoffe, das Ding ist groß. Ich hoffe, da passt viel rein. Sonst war es ein bisschen unnötig. Oh ja, da passt viel rein. Nice. Kann man auf jeden Fall mal alles eigentlich reinpacken, ne? Damit man unterwegs einfach mehr mitnehmen kann. Dich eigentlich auch. Und die Lampe, dich eigentlich auch, das ganze Zeug hier. Zack. Die Lampe, die installiere ich hier noch gleich. Das ist auch sehr cool, dass wir die mitnehmen konnten. Große Fan. Kann ich die da draufstellen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre nice. Nee, schade, aber das wäre echt cool. Na gut. Fahren wir erstmal so dahin. Läuft auch ohne Strom, das Ding. Oh, ist auch besser so. Ja. Allein, dass man jetzt hier rumlaufen kann und überall neues Zeug entdecken kann, ist schon einfach, das ist schon sehr cool. Zeug zerdeppern, neue Items, neue Ressourcen finden, neues Zeug bauen. Das ist so einfach ein super befriedigender und simpler Gameplay-Loop. Das Games zocke ich dann auch ganz gerne einfach mal vielleicht nur ein, zwei Abende. Also das hier ist ziemlich gut, das ist wahrscheinlich mehr Potenzial als nur ein, zwei Abende. Aber dass ein Game nur neue Rezepte und coole Sachen zu bauen hat, für ein, zwei Abende einen zu unterhalten, ist es? Like, mehr will ich, mehr brauche ich gar nicht. Habe ich ein, zwei Abende mich irgendwie unterhalten mit dem Zeug? Das ist cool. Dann nächstes Game. Lieber ein kurzes, kleines Game mit zwei, drei guten Ideen als 20 halbherzigen. Sag ich mal. Ich sehe jetzt so meine persönliche Meinung. A little brisk in here. Ja, it is cold, I know. Okay, aber da kann ich Glasscheiben zerdeppern. Da kann ich nicht, okay. Da ist zu. Was da oben? Hey. Oh, who are you? Alice. I've seen death. I locked it in there, along with everyone else. Auch schlecht. We can't go this way. You don't want to.
There must be another way out. Manufacturing? I can't remember. Brauchst du irgendwie medizinische Hilfe? I'll follow you soon. Through manufacturing? Or was it... I locked it in there. Along with everyone else. Woman, I think you need medical attention. Ich glaube, sie brauchen medizinische Aufmerksamkeit. Ah. Plastik. Und Scrap. Office Stool. Vom alles zerdeppern, was sich nicht wehrt. Aber die geben kein Holz, wie ich gehofft hätte. Nee. Aber das ist noch so ein Serverraum. Hier noch so ein normaler. Oh Gott, es laggt. Es lädt ganz viele neue Sachen gerade. Oh no. Loading, ja, ich merk's. Oh. Hallo, Robot. Du wohnst hier, oder? Komm ran hier. Chef, trau dich. Nee, die ist gut. Der Knüppel. Mir fehlen nur das Standbild und die Ladebildschirme, wie aus Half-Life. Ja. Loading. Oh. I can feel my blood sugar falling. Oh. Bist du Hunger? Peckish, ja, okay. I indeed could eat a snack or two. Da war so ein Big Boy. Jetzt vielleicht nicht meine Waffe zerstören, wenn da gleich der Hansel da angesprungen kommt. Wow. Ein Holzbein. Wirklich. Ah ne, da kam noch ein bisschen. Da kam noch mehr Holz. Wood in the Planks. Guck mal, dafür, dass ich geskillt habe, dass ich einfach zu sehen bin für Feinde, bin ich gar nicht mal so einfach zu sehen für Feinde. Wobei der vielleicht einfach extra blind ist. Okay, bye. Nevermind. Okay, bye. Loading. Du folgst mir nicht durch Ladegebiete, oder? Nö, machen wir nicht. Da ist noch ein... Man sollte schon vorher leer machen, glaube ich. Das brauche ich nicht. Papier brauche ich nicht unbedingt. Okay. Okay. Dann gut, Essen habe ich ja theoretisch noch. Wenn es auch nur so ein bisschen Fleisch, radioaktives Fleisch ist. Das ist immerhin. Piep-pup. Ist ein bisschen was. Und... What? Life at Gate can be demanding. Welcome to the Twilight Zone. Bum, bum, bum. Yes. Very good. Auch da rein, kann auch da rein. Phone Desk, okay. So. Kann ich die dazu packen? Oh, ist eh noch ein Slot frei, ne? Moment. Das geht sogar. Das heißt, ich bräuchte gar kein zweites Medkit. Okay.
Aber dann... Achso, wie war das jetzt mit dem, nochmal mit dem Recycle Station und Repair Salvage? Haben wir Anvil, genau. I don't know how to anvil. Cloth Rope. Okay. Lantern. Portable Stove. Und bevor wir das nicht haben, ist es vielleicht einfacher, einfach eine neue Waffe zu bauen? Weapons. Weiß ich noch nicht. Noch ist nicht kaputt, das Ding. Oh, das ist eine Waffe. Ah, Durability 8, das lohnt sich absolut nicht zum Nutzen, okay. Und die haben halt gut 25. Auch nicht übertrieben viel, aber so ein bisschen was. Okay, dann will ich auch als erstes, glaube ich, mal was kochen. Noch so ein Bubi. Bubi. Der Bubi ist da. Bubi ist am Chillen. Da ist noch ein Bubi. Hi. Item broken. Genau mit dem letzten Schlag. I'm experiencing an insufficiency of food. Ja, hab ich verstanden. Macht's immer noch Schaden, das Ding? Nee, wahrscheinlich nicht. Und da kann ich am besten wahrscheinlich so essen. Ganze Dose Erbsen nicht reingefahren. Ich habe den Trailer zum Spiel angesehen. Holy. Okay. War nicht so viel unbedingt jetzt. Also schon ein bisschen was, aber. War wild, ja? Sagst du? Ah. Hier liegen noch Messer rum, ne? Noch eine extra Pfanne. Ich hab mit. Noch eine extra Pfanne. Also wenn das nur halb so groß ist, wie es aussieht. Okay. Viel Content, sagst du? Da ist es. Good. B ist in radioaktiv. Nicht schlimm. Okay. War nicht eben hier noch ein Messer irgendwo? Empty Sink. Ich dachte. Idup. Ah, da war noch Fleisch, ne? Das hab ich eben extra reingelegt. Ich war so klug. Nee, das habe ich, das extra Messer habe ich schon mitgenommen wahrscheinlich. Das hätten ja einfach Black Mesa nachgebaut. Das ist schon viel. Black Mesa ist echt schon verdammt groß. Krass. Immer noch ein bisschen, was da reingeht, okay. Die Dinger brauchen wir noch auf jeden Fall. Für die Pipe. Maces. Wir brauchen, glaube ich, auch Kleber dafür. Und Kleber ist so ein bisschen Mangelware noch aktuell. Da ist so ein Whoopi. In die Küche zurück, mein Essen ist gleich fertig. Oder ist schon fertig, wahrscheinlich. Yep.
Geht noch ein bisschen was. Oh, you've been exposed to radiation. I feel a bit nauseous. You've been exposed to radiation and feel a bit nauseous. Ja, ist jetzt schade für dich, Kollege, aber müssen wir jetzt durch. Kann ich eigentlich nicht so zerstören? Doch, kann ich auch. Okay, das ist irgendwie einfacher. Ich muss da, oh. Ich muss da nicht draufkloppen. Gut zu wissen. I'm a little exothermic. It's absolutely Siberian. Okay. Okay. Jetzt bin ich immer noch leicht radiating. Radiation Tingle. Das schon okay. Gut. Aber ich bin satt. Gibt es denn nicht gegen Radioaktivität auch hier dieses Rad Resistance that can reduce radiation somewhat or can reduce radiation someone receives as well as reduce radiation they currently have. Okay, hier haben wir die doch. Und wieder happy. Und wieder gut. Was habe ich noch für Zustände? Chef, Herz, Blattergard, Home Sweet Home, Red Resistant. Nice. Auf jeden Fall mal das restliche Fleisch noch da rein. Und ja, das war's. Gut. Was habe ich noch so für Aufgaben? Nee, nichts Neues eigentlich. Okay. Ich denke aber mal so für den ersten Einblick habe ich eigentlich genug gesehen. Das könnte man in der Tat wirklich Multiplayer mal angehen, das Game. Wenn auch nur ein, zwei Sessions irgendwie, das wird schon vollkommen reichen. Denke ich mal. Also, muss nicht dabei bleiben, aber wird schon gerade das noch in Early Access oder noch in der Beta eigentlich ist, wahrscheinlich auch ausreichen. Und dann, wenn es halt mal fertig ist, dann kann man auf jeden Fall, denke ich mal, in einer großen Runde. Wenn man die Credits im Hauptmenü an, okay. Erst schubse ich die Kisten noch um. Okay. Also, ich würde gucken, ob ich gerade eine zweite... Good evening. It is 8 p.m. This sector will be powered down momentarily. If you have not already evacuated the facility, consider this your top priority. Have a wonderful and productive evening. Ich habe da schlechte Nachrichten für dich, Tante. Das ist keine Option. Das ist gerade nicht so wirklich eine Sache, die wir tun können. Like, das ist... dafür brauche ich die Barrikaden wahrscheinlich. Kann ich die bauen? Kann ich da... Nope, kann ich nicht. Ich leg mich schlafen, bis es wieder Tag ist. Okay? Okay. Ja? Hm. Jetzt gibt's FNAF. Ja, glaube ich nämlich auch. Yay. 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 Ich habe sehr erfolgreich geschlafen. Dafür gibt es auch das hier, ne? 8.30 Uhr. Dead time. Also, ich wollte immer noch... Da, ne? Ah, da ist auch noch Shit drin, ne? Ah, da kann ich meine kaputte Pipe Wrench mal reinmachen. Aber das Ganze zeige ich mir noch hier rein. Nicht take all. Store, oh no, das ist ein Fehler. Aber die brauche ich ja. Die nehme ich mir noch irgendwo anders hin mit als Waffe.
beziehungsweise legt ihr mal eine andere Kiste vielleicht noch rein. Und für die Pipe Maze zu bauen, brauche ich noch Kleber, den ich gerade nicht habe. War das Kleber? A bit nippy in here, wouldn't you say? Oh. Ist dann kalt hier drin? Ach du Scheiße. Ja gut, dafür brauche ich dann meinen Ofen. Oh, hat auch keinen Saft. Ja gut, du hast ja genau einen Tag Zeit, um... Aber ich habe nicht so kalt, dass ich Schaden bekommen. Kann das sein? Maybe, vielleicht doch, weiß ich nicht. Okay, dann brauche ich doch keine Waffe zu craften, wenn ich A, keine Ressourcen habe und B, meine Crafting Station keinen Saft hat. Chef, help. Reckon I'm leaving here? I don't think so. Radio's dead, half the doors are buggered, and now there's these little hoppy things everywhere. You're on your own. Dankeschön. Du mich auch, ey. Oh, was mit dem Robo-Freund? Chef? Oh ja, der ist gone. Der ist irgendwo unterwegs. Keine Ahnung, wo ich gerade langlaufe. Tram is currently located at another station. Your princess is another castle. Fragt er, welche Seite der ist? Ich hab da so ein Bauchgefühl, Julio. Ich hab da so ein mittelschlechtes Bauchgefühl, dass der nicht allzu freundlich sein wird. Also eigentlich sind diese Aufpassroboter sehr freundlich, aber wenn die euch nachts da rumlaufen sehen, kann das sein, dass die euch für einen anderen Security-Roboter halten, der nicht in seiner Aufladestation steht, und dann packt er euch und legt euch die nächste Aufladestation mit voller Wucht und killt euch dabei unter Umständen ein bisschen. Also doch, FNAF, genau. Bidup. Yay. Pfiou. Ah, guck mal, hier war ich noch nicht, ne? Das ist doch so one way. Oh, ist das ein... Wo haben die so ein... So ein Badebereich. Ah, hier ist plötzlich Strom. Ah, ne, ist wahrscheinlich, weil jetzt Tag wurde. Nee, das war nur. Na, wobei. Stapler. Shock Trap. Cooking Pot. Armor Stand. What the fuck are you talking about? Die kann man nicht einfach so mitnehmen. Nee, schade. Das wäre echt nice. Also, Potenzial hat schon, aber... Oh, funktioniert! What? Ich habe ein Filing Cabinet mitgenommen. War schon unter den Arm gepackt. Nehme ich jetzt mit. Kann ich daraus trinken? Wahrscheinlich nicht. Also, kann ich schon, aber... Die Bub. Oh, es ist morgen.
Rise and shine, Mr. Schwomter. Rise and shine. Ugh, okay. Oh, wir haben Glu gefunden. Er braucht nicht 5000 von diesen Beinen, ey. Noch ein Schraubi. Allein das ganze Zeug hier zu looten und die Basis zurückzubringen, da sehe ich mich schon. Oh, die haben so ein Gym. Attention. This sector is under precautionary security measures. Please remain in place and wait for security assistance. Mhm. Auf jeden Fall mache ich das nicht. Hi. Na? Berry Slushy Machine. Mehr Messer. Kühlschrank. Oh, der. Okay. Uncooked Tomato. Ich mag meine Tomaten eigentlich eher ungekocht. Das ist schon richtig. Ist das Kunst oder kann das weg? Abstract Painting. Nee, lass mal. Ja, ist gegangen, okay. Ich wollte jetzt echt testen, ob der irgendwie aggro ist oder so. Ah, was hier alles rumliegt an Shits. Oh, da bekommst du sofort Bock, ey. Ja, okay. Ich glaube, ich höre jetzt einfach auf. Und an. Yay! I killed him. I think. A bit. Ich höre jetzt einfach auf, damit ich mich nicht zu sehr so spoilere, was es noch gibt. Leg Injury. Ja, heul doch rum, ey. Man kann manchmal nicht springen, wenn man ein Bein Injury hat. Eternol findest du da noch. Ja, das ist cool. Das ist cool. Und Salz. Kann man das pur essen? Ja, kann man bestimmt. Ist sehr gesund. Schmeißen ist gerade weg. Healing Syringe. Nee. Medkit. Das brauche ich eigentlich nicht. Der Medkit-Kasten. Salz. Okay. A bunch of sodium. Scheiß Wissenschaftler. Ich könnte nicht Salz sagen, das ist Sodium. So, mein Junge. Noch ein Chefset. Oh ja, da ist auch wieder Salz. Ja. Ich sehe schon, wie wir hier rumlaufen und alles looten. Und kann man die noch zerdeppern? Kann man die nicht, aber. Okay, nehmen wir noch einen Slushy von unterwegs. Yay! Slushy Bomb? Wait. Huh? Yay. Eat it. Nice. Your joints are feeling rather iced up. Ich bräuchte jetzt wahrscheinlich noch das heißt, craften kann jetzt. Platform Cards. Aha. Schocktab. Brauche ich jetzt so eine. Ich hab doch eine Splint. Warte, ich hab doch eine Splint. Kann ich einfach so bei mir benutzen? Konsum. Oh. Leg fracture. You fractured your a bone in your leg. Hmm.
Habe ich nur eine? Oh. Habe ich jetzt eine von meinen beiden Wunden geheilt? Oder habe ich jetzt beide geheilt und es dauert einfach? Und deswegen zeigt das so an. Fragen über Fragen. Ich wollte eigentlich aufhören, ne? Hat gut funktioniert. Boah, ich habe jetzt schon richtig Bock, mir jede Menge von diesen Pipe Maces zu bauen und damit einfach tierisch zu eskalieren. Ich sehe mich jetzt schon im Multiplayer und Slushy trinken, ja. Du bist das Brain der Operation, ja? Du sitzt hinten, trinkst deinen Slushy und denkst dir coole Rezepte aus. Und ich bin vorne mit der, mit meiner, keine Ahnung, Rohrkeule. Und zerdämmel alle Aliens, die ich finde. Ja, wir kommen hier nicht mehr raus. Hab keinen Bock mehr. Goodbye, cruel worlds. Pff, you are dead. Oh. Pff. Respawn. Wir sind wiedergeboren. Ein Wunder. Naja, mein Do-Zeug bleibt und mein Loot liegt noch da hinten. Okay. Your Pager. Was macht denn der Pager? Reveal your location out to other scientists. Okay. I'm going to wait here. It's. Okay. Ja, das ist cool. Das ist ein sehr cooles Game. Sehr, also du darfst einfach mal die Credits mehr angucken. No credits yet. We're still compiling them, okay? Accept this, but I don't like this. What the fuck? Too bad. Fine. Namaste, you guys. Good morning. Was für ein Timing, ey. Hallo. Hallo, liebe Raiders. Hi. Hallo. Sag mal. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, liebe Menschen. Wie geht's? Wie steht's? Hallo, hallo. Na? Adria gesagt, soll ich hierher? Ist auch gut aufgehoben normalerweise. Also auch immer, auch jetzt gerade. Aber ich habe literally in diesem Augenblick das Game ausgemacht. Ja, gut. Kann ich jetzt nochmal rein? Ich muss euch zumindest das Game mal zeigen. Muss euch zumindest mal ganz kurz zeigen, was wir eben gefunden haben. So 10 Minuten gebe ich euch noch, ne? 10 Minuten haben wir, glaube ich, noch. Ah, okay, cool. Normal, yay! Aber erstmal schön, dass ihr hier seid. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, liebe Raiders. Wie geht's? Wie steht's? Schön, dass ihr hier seid. Wie war euer Stream? Was habt ihr getrieben? Peon, was macht die Kunst? Ach stimmt, Ball losgeht. Habe ich gesehen, habe ich übersehen. Das habe ich gesehen. Ich kenne jetzt meinen. Yay, nice. Kapitel 3, das Freudenhaus mal erkundet, was man halt so tut. For Science. Für die Schissenwaft, Wissenschaft. Macht man sowas halt auch mal gerne, ne? Da muss man auch schon mal ins Bordell mal rein. Ne? Life at Gate can be demanding, so it's important. Ja, hi. Hey, hi. Wir spielen gerade ein sehr interessantes Spiel, das Julie eben vorgeschlagen hat oder gesagt hat. Habe ich mal gesehen, sieht cool aus. Und zwar heißt es Abiotic Factor. Bisschen gewöhnungsbedürftiger Name. Es ist prinzipiell, wurde es beschrieben als
Half-Life, speziell 1, trifft Grounded. Ja, Crafting, Survival, Überlebi-Spiel Grounded. Und das trifft es in der Tat irgendwie erschreckend gut. Ich habe alle begeistert von mir. Wie ich an meine Laute zupfe. Spielst du auch Barde? Barde ist einfach beste Klasse in diesem Game. Kannst du sagen, was du willst. Beste Klasse. Können wir noch eine Pipe? Ich brauche noch ein Rohr. Und noch Rohre? Wir haben jede Menge Rohre. Einwandfrei. Hexenmeister Paladin. Das ist auch eine Kombination, ey. Wo sind sie auf dem Alignment Sheet? Ja. Chaotic, Evil, Good, Neutral, Bad. Mhm. Gut. Nö, das kann man auch machen. Kann man auf jeden Fall. Ich habe Paladin-Klasse gewählt und das war eine Klassewahl. Das war die Wahl meiner Klasse und es war eine Klassewahl. Ne, warte mal. Da ist mein Salz drin. Salz. Yes. Alignment? Ja. Exakt. Ja, wir spielen in diesem Game, haltet euch fest, quasi einen Half-Life 2 Wissenschaftler, während in deren ja, Forschungsstation quasi denen der Arsch auf Grundeis geht, wenn man so will. Und müssen auch, wir sind halt nicht irgendwie Gordon Freimann, der mit seiner Plot-Armor irgendwie dann alles mögliche überlebt und alles killt, was sich nicht wehrt. Denn wir sind einfach nur... Ach fuck, ich pack das da rein, ist mir egal. Wir sind einfach nur Johnny Scientist und benutzen mehr so unser Brain als unsere Waffen. Oder pure Gewalt, besser gesagt, um hier irgendwie zu überleben. Bis jetzt irgendwas gekostet, so an Stati? Ja, ich hab wieder Hunger ein bisschen. Oh, das ist wieder aufgeladen. Sehr gut. Und das Game ist noch in der sehr frühen Version. Es ist zumindest laut Entwickler noch in der Alpha. Es gibt jetzt auch eine ganz, ganz frühe Testversion, wo man sich quasi für eintragen kann. Und dann bekommst du normalerweise auch direkt. Und da habe ich doch gesagt, schau einfach mal rein. Klingt interessant. Und ich spiele es jetzt so 2 Stunden. Und es ist echt gut. Gordon fehlt leider. Er hatte heute Freimann. Mhm. Exakt. Exakt dieses. Und es ist aktuell hauptsächlich so, ja, wir kunden halt die nicht Black Mesa. Gray Mesa Forschungsstation. Und verprügeln Aliens und sterben nicht gegen Aliens und looten Shit und craften Shit und tun Dinge. Weil ich kann hier hochgehen einfach. Ich bin die ganze Zeit außen rumgelaufen, ohne Grund. Okay. Hi. Ja, Chef. Nee. Ja, nö. Nö. Oh, das Glas, nice. Liegt jetzt Glas rum irgendwo? Das ist nämlich auch eigentlich eine Ressource. Okay. Based Laser. Makeshift Crossbow. Fernkampfwaffen. Da sehe ich mich. Was brauche ich denn dafür? Oh, ich habe echt Hunger jetzt inzwischen. Das sind nur Nahkampfwaffen, oder? Fernkampf? Ist das ein eigener Tab? Ah, ja, unten ist das, ich bin blind. Und das Coole ist, wenn man so Zeug aufhebt, dann findet man quasi Ideen für Rezepte und muss dann quasi selber überlegen, wie man die bauen würde. Also zum Beispiel, ja, ein Armbrust brauchst du auf jeden Fall ein Holz dafür und wahrscheinlich Gummibänder. Und der Metallrahmen
Gut, haben wir jetzt nicht so viel Auswahl. Das ist wahrscheinlich dieser Zugmechanismus ist dann vielleicht durch den Tacker. Und der Plastikteil davon ist die Hose vielleicht? Das Tischbein ist wahrscheinlich der untere Teil, der Griff. Und dann wahrscheinlich das Plastik macht dann irgendwas da dran. Okay. Hätten wir schon fast genug Zeug, um das zu bauen. Und die Makeshift Bowls, da brauchen wir halt Stifte und Metal Scrap. Geht eigentlich. Das ist ja nice. Können wir die auch alle mal? Yes, Plastik und Stoff. Und so, wo man normalerweise halt in der Wildnis rumläuft und da halt, weiß nicht, Bäume abhackt und Stein vorkommen und Eisen vorkommen. Was zerstören? Nee, kann man nicht. Tun wir hier halt Einrichtungsgegenstände zerdeppern. Oh, die könnten wir auch mitnehmen. Man kann sicher auch beim Zusammenpacken besser werden. Johnny Zombie Hand Scientist Tippy. Eben genau dieser welcher. Da war ich jetzt, ne? Den habe ich gelootet, das habe ich gelootet. Würde ich auch gern mitnehmen. 87% wahrscheinlich, dass es kaputt geht. Ja, okay. Hier ist Scrap Metal. Ich gehe Stifte farmen, ja. Ja, der Multiplayer-Aspekt, haben wir eben schon so ein bisschen philosophiert, der ist halt echt, sehe ich viel Potenzial, ehrlich gesagt. Könnten auch die Coucher versuchen mitzunehmen. Hat nicht, aber Holz kriegen wir dafür, nice. Den würde ich mitnehmen. Okay, geht auch nicht. Wir versuchen quasi Sachen mitzunehmen und wenn das halt fehlschlägt, dann zerfällt es halt in die Einzelteile. Dann nehmen wir halt die mit. Ist auch in Ordnung. Hi. Autsch. Oh, ich habe Fortitude geskillt. Oh, ich blute. Habe ich noch? Oh, ich habe keine. Oh, warte mal. Ich habe keine. Keine. Wo ist denn Crafting? Da ist Crafting. Ja, chill. Ich baue. Bandagen. Bandagen wurden gebaut. Blutung wurde gestoppt. Und dann levelt man auch so ein bisschen wie in Zomboid in der Tat. Man hat hier so ein Skill-Menü. Wenn ich es finde. Hier, okay. Oh, man kann quasi. Wir können bis zu Level 5 werden und alles andere kommt dann quasi später erst. Man lernt auch solche Traits und positive und negative. Ich habe jetzt gesagt, ich bekomme sehr schnell Hunger und bin sehr auffällig. Aber bin sehr gut mit allgemein mit Nahkampfschaden und brauche nicht so viel zu schlafen und solche Sachen halt. Und bin gut im Kochen. Und das ist schon nice. Das ist schon nice. Das ist schon cool. Bin ich Fan davon. Ein Trash? Ist kein Trash. Was ist mit dir, Buddy? Garrison. The soldiers came through. They locked down manufacturing. Wanted information about the silos on level 3. They weren't gatekeepers. They were something else. I couldn't tell them anything. But if you can find a power cell, we can use the forklift to open the door. Wow. Get out of here. Wow. Through the surface tunnel. Alles klar, da ist ein Plan. Ich komme wieder mit einer Battery. Oh, Poophaus. Poop Minigame. Gut.
We pooped good. Hände waschen ist nicht, okay. Keine Option. Wenn die Welt eh bald untergeht, dann ist jetzt Händewaschen auch nicht mehr so. Oh nee, da kann man nicht runter. Auch nicht mehr so relevant, würde ich sagen. Das zu. Ja, okay. Müsst jetzt eh erstmal nach Essen gucken. Da oben sind noch Rohre. Rohre sind auch mal wichtig. Die brauchen wir auch. Take it on. Take it on. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Kleber. Wir brauchen alles. Was ist hier? Oh, the doors unlocked elsewhere. Keypads. Was passiert, wenn man im Poop-Minigame verkackt? Dann hast du gewonnen. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, nur, damit du schneller kackst. Und nicht, dass du besser kackst. Um eine angenehmere Stuhlgang auslädt, okay. Stuhlgangprozedur zu haben, wird empfohlen, das Stuhlgang-Minispiel zu bewältigen. Wasserspender. Okay. Warte mal, ich war am Trinken. Nicht fair. Das ist auch so ein Big Boy. Big Boy habe ich gar keinen Bock drauf gerade, ehrlich gesagt. Boah, das war so ein Wasserspender, finden wir ja geil. Ich kann den mitnehmen. Ich kann den einfach mitnehmen. Ja, den nehme ich mit. Yep. Okay. Für den späteren Playthrough merken, im oberen Bereich findest du einfach einen Wasserspender. Ich finde es auch schön, wie der Dude in der Cafeteria einfach der obligatorische Crestfallen Warrior ist, ja. Also, nee, ich hab keinen Bock auf, ey. Ich warte hier, ne? Mach du. You do you, my friend. Getting adequate rest is vital to being a productive and valuable member of the team at the. Und schau mal, was er hier. Ist das nicht geil? Das ist nicht saugeil. Store all items. Yes. Wie war das jetzt? Plastik und Tischbein brauchen wir für das. Für den Armbrust, ne? Für der Armbrust. Oh ja, nur noch Gummibälle brauchen wir. Wir haben keine Gummibälle mehr. Wir haben nicht genug Gummibälle. Ah, ist relativ schlecht. Ich hätte doch gern Gummibälle. Da sind auch keine mehr. Verdammt! While resting in any form helps to promote healing, lying down for a short nap is the optimal way. Okay. Dann koch mal gerade zuerst mal noch was. Den Klebstreifen, den Kleber noch da reinpacken. Kann ich Gummibälle selbst herstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht nicht so aus. Ah, das ist jetzt ein bisschen schade. Aber gut, das wäre auch jetzt zu einfach gewesen, wenn wir sofort das Ding schärfen könnten. I'm experiencing an insufficiency of food. Ja, ich bin noch dabei, Kollege. Behalte die Nerven. Sofort am Zicken. Johnny Scientist Guy ist sehr hangry. Hey du, hey, aufwachen, Essen ist fertig. Also noch nicht, aber gleich. Die Spiegel sind klasse. Spiegel bin ich großer Fan davon. Die worken genau as intended. Also schon, aber die zeigen halt, ne? Dinge.
Dann müssen wir halt eben noch die Büros oben noch ein bisschen auf den Kopf stellen. Für noch ein Gummiband. Yay. Das war nicht so viel. Und viel mehr Fleisch habe ich jetzt auch nicht. Könnte doch die Vending Machines mal auf den Kopf stellen. Aber ich gebe mich erstmal zufrieden mit dem, was wir jetzt haben. Oh. Oh, noch ein Hammer und Öl. Nice. Wo waren jetzt noch mehr normale Schreibtische? Ne, das hier ist. Das ist. Nee. Bestes Feature, man kann Slushies kaufen und trinken. Yes, can confirm. Reception klingt gut. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Also Optimierung des Games definitiv noch. Ja, Optimierungsbedarf. Kann das Bild mitnehmen, nice. Aber für eine sehr frühe Version läuft das schon echt nice. Halt. Wow, get bonked. Ich brauche halt ein Messer, um den jetzt zu zerkleinern. Um damit... Kleiner, get it? Verkleinern. Wie Dr. Kleiner ist. Nicht so wichtig. Noch einer, okay. Hi, hello. Bonk. Schrei doch. Du bräuchst, ja, wie gesagt, Messer. Potato Seeds. Du bräuchst ein Messer, um aus den toten Feinden dann quasi das Fleisch rauszuschneiden. Soil Bag. Wir können auch Dinge anpflanzen. Oh, das ist ein Big Boy. Hi, Big Boy. Kannst du bitte nicht? Nice, danke. Sind da vielleicht welche drin? Oh, hier ist viel drin. Oh, ich sehe schon. Oh, hier ist viel drin. Immer das Gleiche irgendwie. Na, nicht immer. Hm? Wahrscheinlich keine Messer. Jetzt hier ist halt doch mehr so eine... So, ein... Guter Supply Room mit einem Gegenstand drin. Ist doch mehr so ein... das ist hübsch. Was soll ich denn sagen? So ein Forschungsabteil, das... das sich um Pflanzen kümmert. Inventar ist voll. I can feel my blood sugar falling. Ja, ja. Ach, schon wieder Hunger. Ach, scheiße, Kollege. Ja, Buddy. Das tut mir jetzt leid, aber da müssen wir, glaube ich, durch. Ja, glaube ich, die beiden Bilder brauche ich doch nicht unbedingt jetzt. Und die Tomatensamen brauche ich eigentlich auch nicht. Ich werde jetzt keine Pflanzen anpflanzen heute noch hier jetzt. Noch ganze Tomaten vielleicht irgendwo. Supply Room. Haben sie im Supply Room Gummi? Autsch. Feinde haben sie auf jeden Fall. Nein. Good evening. It is 8 p.m. This sector will be powered down momentarily. If you have not already evacuated the facility, consider this your top priority. Have a ja. Wonderful and productive evening. Da habe ich schlechte Nachrichten, Tante. Ich glaube, das ist nicht, das ist keine Option gerade. Das ist nicht drin. Das sind jetzt mehr schlechte Nachrichten für mich als für dich, aber... You know. Jetzt gibt's gleich nochmal Naht. Und dann ist nochmal... Booster. Und wieder kalt. Und alles ist wieder scheiße. Und... da sind...
Karate-Helmets. Karate-Helmets. Zwei Armor. Das gibt nix. Applies Sheffet. Das ist eine eigene Eigenschaft. Okay. Was macht Sheffet? Well, you look like you can cook. Anyway. Das ist schon ein Stylus da, oder? Kann man schon machen. So, irgendwo so ein scheiß Gummiband drin sein. Meinst du nicht ernst? Komm, eins. Ein Gummi, give me one. Ach, so ein kleiner, okay. Gimme ein Gummiband. Gimme ein Gummiband. Nope. Duct Tape. Tonnen Duct Tape. Kiloweise Duct Tape. Ja, es ist 8. Es ist 20 Uhr, ich weiß. Yep. Puff, a little brisk in here. Yep, bisschen tot in hier wahrscheinlich gleich. War dann rot, okay. Das leckt auch wie so Arsch gerade. Gewichte mitnehmen? Nee, schade, kann ich nicht. Hello. Hi. Hello. Hi. Wer bist du, wenn ich fragen darf? Dr. Shepard, okay. I thought this might be a safe place to wait until they sorted this out. Whatever this is. Looks like I was wrong. That useless rent-a-cop in the plaza said to go through manufacturing, then head for the surface tunnel, I suppose. But that's a whole sector away. If they think I'm walking all that way through their toxic machine shops, they can think again. Oh, besseren Rucksack gefunden. Nice. Desk phone, pens? Pens brauche ich auch. I'm not ready yet. Just a little longer. Maybe they'll fix this and I can get back to my work. I have samples denaturing as we speak. Yeah, gymnasiums. I hate them. Sweaty shrines to insecurity. At least nothing in the C blocks has escaped. As far as we know. I'm not ready yet. Just a little longer. Maybe they'll fix this and I can get back to my work. I have samples denaturing. Sitz einfach hier und warte. Warte, bis Dinge besser werden. Das ist ein guter Plan. Ich muss doch arbeiten. Ich hab doch. Piu. Yeet. Ich hab noch eine Testmanufaktur im Ofen. Ich brauch noch. Chef, ich kann doch nicht gehen. Ja? Mach du. Tante, you do you. Du machst, was du für richtig hältst. Ich labe nicht in die Suppe rein. Kannst du, nee. Machen wir nicht. Ich will nur ein Gummi haben. Ein einzelnes. Oh! Meine Gebete wurden erhört. Jetzt muss ich nur nach Hause finden. In der Dunkelerei hier. Das ist nicht der Weg nach Hause. Das ist gar nicht der Weg nach Hause, glaube ich. Oh, hi. Okay, ich glaube. Biolab? Oh ja, sehr gut. Nee. Nee. Sch. Da bezahlt mir doch keiner und frei kriege ich auch nicht. Die ist so in ihrem Job drin. Da können fucking Aliens können an ihrer Backe lecken. Und die so, nee, ich muss arbeiten, ne? Stör mich nicht. So ein klassisches Ridley Scott fucking H.R. Geiger Alien. Schießt der Säure ins Gesicht. Und die so, nein, jetzt nicht. Jetzt nerv nicht. Wir haben keinen Strom. Shh.
Oder wir haben keinen Strom. Geht. Einmal aufräumen. Zack. Guck mal hier. Sieht gut aus. Wir legen uns schlafen. Ich habe ein bisschen Hunger, ist aber das will ich nicht. Strom ist weg. Jetzt nachts haben wir keinen Strom. Weil die ganze Manufaktur, da wo auch nachts irgendwelche Alien-Viecher in Käfigen gehandelt werden, da muss man auf jeden Fall nachts den Strom ausschalten. Wir müssen Energie sparen, auf jeden Fall. Das kann man sagen. Wir müssen auf jeden Fall Strom sparen. Ich habe jetzt die ganze Nacht die Taschenlampe angelassen. Nicht geiler. Okay, na gut. Na gut, okay. Okay, na gut. So, jetzt will ich zumindest mal den Crossbow bauen. Dazu brauche ich noch mal jetzt noch einen Stapler. Die sind nicht da drin, die sind da drin, ne? Yes. Stapli haben wir. Let's go. Oh. Ah, das ist so ein Klammergerät als Attention. Kimme und Korn? Kimme? Sag mal nur Kimme? Die ist klasse, ey. Aber ich brauche noch ein paar Bolzen. Bolzen braucht Stifte und Metal. Metal haben wir jede Menge. 18, das ist gut. Stifte müssten wir eigentlich... Waren die hier drin? Nee. Die waren hier drin auch, ne? Yes. Mal straight up, mal wie viel Bolzen jetzt gebaut? 40. 40 Bolzen, das ist gut. Yeah. Und Semi-Laserpoint da vorne dran. Nice. So, ich muss brauchen noch ein Messer, ne? Ich habe aktuell kein Messer. Und das in der Küche respawnt nicht, wie ich dachte, dass es respawnt. Oh. Oh. Okay. 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 One shot, one kill. Aber es bringt mir halt alles nichts, sie zu killen, wenn ich kein Messer habe, um die zu... Oh, warte. Doch. Ich kann doch Schiffs bauen. Schiff. Wie ging Schiff nochmal? Schiff. Craft. Makeshift Schiff. Screwdriver. Hier, Schiff. Duct Tape und Stifte. Ganz klassische Kombination. Duct Tape und Stifte gleich Messer. Shit, kommt noch darüber. Zack. So. Und jetzt. Oh, warte, ich habe auch noch das Ding dabei. Ich habe noch den Küchenmantel dabei. Schürze, sagt man auch in Umgangssprache. Das ist einfach der Peak der Papierschleudern, mit denen man seine Kollegen beschießt. Yep. Das haben sie sicher auch schon so in ihr... Oh, hi.
in ihrer Freizeit gebaut, das Ding, um sich gegenseitig zu ärgern. Deswegen hat der Übung. So, jetzt kann ich mit dem Schiff. Kann ich den. Yeah, zerkleinern. Und das Fleisch rausnehmen. Und das Braten. Oder brauchen wir doch irgendwo Essen. Irgendwo her essen. Nice. Ist zwar ein bisschen radioaktiv, aber. Who cares? Ich liebe Lunasse. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht, Lilly. Na, hast du den ganzen Tag durchgesuchtet? Ich habe auch keine zweite Pfanne dabei, ne? Ne, aber nicht. Auch nicht so wichtig. Oh, langsam werde ich ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich wollte ja vor einer halben Stunde eigentlich ausmachen. Dann kam Peon und sagt, nee, mach's jetzt nicht. Und wenn ich so freundlich gebeten werde, dann sage ich auch auf jeden Fall ja. Buddy, immer. Meistens, nicht immer. Meistens. Meistens machen wir das mit. Nicht sorry. Überhaupt nicht sorry sein. Ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt, dass ihr vorbeischaut. So. Und das auch noch. Zack. Das erste Mal schon mal. Bisschen Radioaktivität ist jetzt auch nicht tragisch. Oh, ich habe aber echt, das hat nicht viel Hunger weggemacht. Very hungry, well. Ich habe gerade stundenlang Deep Talk mit Xaxa gehabt und die Musik als Hintergrundmusik genutzt. Ah, also chillig. Ja, die Mucke in Lunasset ist richtig gut. Also, die ist wirklich fucking gut. Klingen da draußen sicher noch ein paar mehr rum, die ich schon killen und nicht killen, die ich einfach nur klein hacken könnte. Komm. Komm. Schneller. Yes. Cooking Level 2 jetzt oder 1? Cooking. You can now cook soups by filling a pot with water and adding ingredients. Hier ist halt kein Pot. Haben wir schon einen Pot? Wir haben noch keinen Pot, oder? Ist Pot eine Option? Can we pot, though? Oh, da wäre eine zweite gewesen, nicht geiler. Naja. Es hat ein bisschen was gemacht, aber nicht übertrieben viel. Ja, aber das ist schon mehr oder minder das Game, ne? Ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiterspielen und ihr würdet wahrscheinlich ein bisschen was mehr sehen, aber auch nicht viel mehr. This is the wonderful game, wo es mir schon fast wieder das Herz bricht, dass wir das nächste richtig geile Game finden. Als Gamer hast du einfach aktuell gewonnen. Du hast einfach gewonnen. Es kommen alle Nase lang, kommen so verdammt gute Spiele raus. Ich habe mich in Lunasset verliebt. Das ist richtig fucking gut. Aktuell. Weiß nicht, Top 5 Indie-Games des Jahres. Easy, Top 3 wahrscheinlich. Da wollte ich nicht hin, aber okay. Neues Erdorf-Projekt angekündigt, heute angezockt. Ist wild, wild wie Hölle. Und ich müsste nur meine fucking Wishlist mal durchgehen. Are you sure you want to ingest this? No. Wollt das Game gerade, dass ich das Brett esse? Ich
ich glaube, das war nicht ganz der Plan. Und dann kommen die noch mit Black Mesa Survival einfach so um die Ecke und sagen, hier, hast auch noch ein neues Spiel. Viel Spaß damit. Und ich kann nicht mal böse sein. Ich kann einfach nur sagen, ja, danke. Ja, danke, Herr Videospielindustrie. Nicht mal, Herr Videospielmenschen, die Videospiele machen. Es ist Zeit für ihre tagtägliche Portion an Videospielen, die sie vielleicht nur ein paar Stunden in ihrem Leben spielen werden, aber die trotzdem so gut sind, dass man die locker eigentlich durchspielen müsste. Es ist zu dunkel hier. Und meine Taschenlampe ist leer gewesen, glaube ich. Yay. Da machst du noch ein bisschen Scientist-Parcours. Also mit dir. Da war ich ja eben schon mal, ne? Da gelootet habe ich. Oh, was ist das? You leveled up a skill, granted you a new perk. New perk? Nee, was für ein? Weiß ich doch. Muss ich da was machen, ne, oder? Was sind Perks, oder? Is this malnourishment? Ja, aber ich merke gerade, ich habe den Skill auch gewählt, dass ich mehr Hunger habe, aber dafür halt in anderen Sachen gut bin. Was, Great Hollow gefunden? Nice. Da ist so ein Schlubbeliwupp auf dem Boden. Hi. Oh, Mann. Nope. Hier. Stomp. Collect. No. Nein. Oh, da ist noch so einer. Ich glaube, ich möchte es nicht. Chef? Chef? Da. Irgendwie bekomme ich jetzt nur so Bioscrap da raus. Item. Oh no! Oh, ich kann auch mit dem kaputten Schiff die kleinen hacken. Aber dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass das kaputt geht und es nicht. Okay. Aber gut, ich wollte jetzt eigentlich schon vor, wie gesagt, einer Stunde aufhören, ungefähr eine halbe Stunde aufhören. Und das tun wir jetzt auch. Oh, Dave the Diver, das skippe ich, glaube ich, einfach. Das können alle anderen spielen. Back. Da muss ich einfach so meine Aufgabe als Mensch, der eher Spiele findet oder testet. Das da habe ich nicht gefunden. Das wurde mir zu Füßen gelegt. Das wurde an mich herangetragen. Spiele findet oder testet, die noch eher unbekannt sind. Und das ist Dave the Diver, glaube ich, einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Metier. Das ist nicht mehr meine Kragenweite. Psst. So. Genug, ey. Holy Macaroni. Kann ich für private Sessions sehr empfehlen. Als würde ich offstream Videospiele. Ja, ich weiß. Aber ich habe so viele Games, die ich mir mal gekauft habe, vor allem noch recht viel Kohle, die ich noch nicht gezockt habe. Oder nicht weit gezockt habe. Armored Core. Äh,
Amortcore hauptsächlich. Ich wollte eigentlich mal Hades durchspielen. Auch nicht gemacht. So Sachen, jede Menge. Ich hatte If Sunsets, ja, habe ich hier in der Tat im Browser noch offen und vorgemerkt. Reingeguckt habe ich noch nicht. Das sieht auf jeden Fall wild aus. Ich habe die Befürchtung, dass das für meinen Rechner vielleicht ein bisschen viel sein könnte. Von der Grafik her. Ich brauche langsam echt den neuen Rechner. Ich werde auch demnächst, kann ich schon mal ankündigen, werde demnächst auch so ein kleines Donation Goal, also eigentlich ein sehr großes Donation Goal aufmachen. Nicht mit dem Ziel, das voll zu kriegen, sondern einfach nur mit dem, ich kaufe mir einen neuen Rechner, wenn ihr euch beteiligen wollt, da ist die Möglichkeit. Wenn nicht, don't even think about it. Robin, vielen lieben Dank für den Follow. Sehr lieb von dir.